Haltestelle für Wagen 1. Wir haben neue Infos für euch. Mir egal. Sag bitte nicht, wir haben es mit einer Bande schießwütiger Kleinganoven zu tun. Doch. Es geht um einen eskalierten Streit mit einem sehr unzufriedenen Kunden. Ach so, hast du wieder aufgehoben. Muss ja so, eine heftige Auseinandersetzung sein. Wir sind sofort da. Dann sind wir hier fertig. Die Kollegen machen den Rest. Gute Arbeit, Partner. Dreimal geschossen und fertig. Alles klar. So, wir fahren jetzt zur Wache zurück, weil dann kriegen wir wieder die Punkte. Und das gibt mehr XP, ja. Am Schreibtisch stehen die ganzen Enten, das ist absolut richtig, ja. Ich habe schon zwei Überfälle fertig. Okay, wir müssen nur noch fahren. Kann die Musik bitte aufhören? Warum läuft die Musik jetzt durch? Ich sag nichts mehr, wir bekommen Timeouts. Oh, Alter, ist das nervig mit der Musik jetzt. Wie nervig will das Spiel sein? Ja. Die Mission ist zu Ende und die Musik rattert hier immer noch rum. So, jetzt fahren wir unsere 35 Kilometer noch ab. Warte mal, geht das eigentlich auch? Ja, nö. Ja, nee, komm, die fahren wir ab. Das ist ja jetzt Quatsch da irgendwie. Wow. Alles klar, macht erstmal einen fetten Salto. Die fahren wir ab, dafür jetzt XP auszugeben. Da kommen bestimmt noch zwei, drei Sachen, wo XP besser an, wo besser ist, da XPs zu verwenden, um die nicht machen zu müssen. Weil Unfälle will ich nicht mehr machen. Ich will keine Straßensäuberung mehr machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist der Quark. Wir wollen ja auf Level 50 kommen und die letzte Mission machen. Auf der A47 ist ein Kleintransporter bei Kilometer 29 ins Schleudern geraten. Ja. Die Unfallstelle muss gesichert werden. Wer kann übernehmen? Hier, Wagen 9, sind unterwegs. Können wir wieder nicht machen, ne? Aber hätte ich auch nicht gemacht. Aber es geht mir ums Prinzip. Moment mal, ganz kurz. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Diese Mission ist richtig schwer. Also die bei Level 50. Ah! Leitstelle für Wagen 9, bitte kommen. Leitstelle hört? Das verunfallte Fahrzeug liegt auf der Seite, deshalb brauchen wir die Hilfe der Feuerwehr. Ah, Feuerwehrsimulator. Verstanden, ich gebe das so weiter. Einmal gewollt und glaube zwei, dreimal kurz wegen Mordbelästigung. Hast du etwa den Eggy sexuell belästigt? La 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 la. Oh, nicht kratzen, ich wollte gerade schon wieder kratzen hier. Ja. Noch Kaffee? Jawohl. Vaneta, nimm mal einen Glückskeks. Nimm dir einen Glückskeks. Ups. Ups. Nee, müssen wir ja nicht. Schmusi, müssen wir ja nicht. Also ist ja keine Aufgabe. Da mache ich doch ständig. Ja, Sigi. Sigi. An alle Einheiten. Wer übernimmt einen Auffahrunfall? Nö. Wie viel haben wir jetzt? Hm. Oh. Wir Wagen 12. Wir fahren vorbei und schauen uns die Sache an. Hab ja nichts Besseres. Ist so. Also wenn du was zu tun haben willst, Vaneta, dann sag nur Bescheid, dann gebe ich dir eine Aufgabe. Ist gar kein Problem. Ist nur pfeifen. Ja,
Dann. Ich glaube, das kannst sogar auch du machen, Musi. Ich glaube, das kannst du sogar eingeben. Watchtime Vaneta und dann steht das da. Ich glaube zu meinen, dass das geht. Upsala. Swift, Alter, das Auto. Und weiterfahren. 12 Tage, 7 Stunden hat die Vaneta schon so geguckt. Wahnsinn. 12 Tage am Stück. Dabei streame ich ja auch immer gar nicht so lange, ne? Immer nur maximal so 3 Stunden eigentlich im Schnitt. 2,5 Stunden so meistens. Wir können ja mal gucken nachher wegen der Zeit, die bei dem Bot ist. Vom 20. November an. Bezüglich 25-Euro-Gutschein. Ne, 10-Euro-Gutschein. 25.000 Minuten, 10-Euro-Gutschein. Können wir nachher mal gucken, wie da gerade so der Stand ist. Ich glaube, die Hälfte wurde, hat doch, oder? Es könnte sein, dass, glaube ich, schon jemand die Hälfte hat. Ich glaube, Vaneta hat schon die Hälfte. Nee, Schmusi, so funktioniert das nicht. Ab wann bekommt man den Gutschein? Ab 25.000 Minuten. Was sagt er? Wie geht es dann? Wie geht es dann? Ach so. Ja, du musst schon Watchtime eingeben und den richtigen Namen, ne? Ecki hat 11 Tage und 9 Stunden. Vaneta, gib mal ein, wie viel ich habe. Steht das da auch? Das wäre ganz geil zu wissen, wenn das da wirklich steht würde. Weil dann wüsste man, wie viel du gesehen hast von mir. 12 Stunden hast du, ne? Und 12 Tage und 6 Stunden, ne? Irgendwer verteilt immer noch überall diese bunten Quietscheentchen auf unserem Abschnitt der Autobahn. Wo ist das Problem? Die sind überall 14 Tage, und lenken die Leute ab. Da hast du gar nicht so wirklich viel verpasst. Einsammeln. Damit sich niemand ablenken lässt und niemand deswegen gefährdet wird. So ist es. Außerdem geben die eine schöne Dekoration für meinen Schreibtisch ab. Was wahrscheinlich der wahre Grund ist, weshalb du sie sammeln willst. Naja, wir gehen da gleich mal hin zum Schreibtisch. Ach, wir müssen immer noch fahren. Sicherheit geht. Okay, warte. Okay, wir fahren jetzt wirklich da mal hin. Fußnägel habe ich. Ich bin auf Platz 2. Oh, die muss ich mal einlösen, dass ich da wegkomme. Also nicht alle, die Hälfte löse ich gleich mal ein dann. Ich kratze schon wieder. Ups. Ah, es war ein Streifschuss. Nicht so schlimm. Zeit haben, aber immer noch nicht geschafft, glaube ich, ne? Oh. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal. Das zieht sich so lange. Oh, ich hätte irgendwie Bock auf Ravioli. Autos gebaut. Ist ja gut. Passiert da nicht muss ein mal. Leerzeichen dazwischen, jawohl. Was I? Lecker Ravioli. An alle Einheiten. Ein Wagen wurde als gestohlen gemeldet. Der Täter flüchtet über die Autobahn. Wer übernimmt? Nein. Da
Dann wird Eggy auf 3 sein. Ich mach gleich, wenn ich hier das abgefahren habe, mache ich mal, gucke ich mal wegen der Zeit und alles und dann löse ich mal von mir Punkte an und dann sehen wir, wo Eggy ist. Wagen 5 hier. Wir kümmern uns drum. Meine Güte. Vor allem kannst du jetzt immer noch 2000 einlösen. Verstehe ich nicht. Warum wird denn das nicht weniger? Eggy ist auf 4. Wir gucken uns die Liste auch gleich mal an. Fahren wir wieder zurück. Oh. Wir machen gleich mal so einen Rundumschlag, Vaneta. Kann ich mein Trinken öffnen? Kann mir eine Hose anziehen. Okay, ich hoffe, dass das jetzt endlich erledigt ist hier. Gleich mal. Boah, ich habe das Gefühl, umso öfter ich gucke, umso länger dauert's. Mann. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten. Jawohl, Eggy. Die haben dich alle gestalkt hier gerade. Alle Einheiten. Wir brauchen Unterstützung bei einer Verfolgungsjagd. Wer hilft? Wir haben das Ding gerade repariert. Ist schon wieder 77% kaputt. Nee, er müsste uns das ja anzeigen, ne? Ja, steht hier der neue Rang. Okay. Wagen 5 hier. Wir kümmern uns drum. Ja, zum Glück kostet das nichts. Oh, wir haben den Rang, ne? Jawohl. Beende erfolgreich 3 Verfolgungsjagden, egal mit welchem Auto. Okay, das würde gehen, das könnte man machen. Bestrafe 3 Fahrer in einer Verkehrskunde richtigerweise durch eine Verhaftung. Oh nee, das könnte sehr lange dauern. Also das werden wir definitiv kaufen. Verfolgungsjagden können wir machen. Ja, ja, mit dem Zivilwagen, ich weiß. Na toll. Kaputt. Gut, YouTube, ich bin sofort wieder da. Oder morgen in der nächsten Folge. So, da sind wir wieder, ihr Lieben, bei YouTube. Genau, Verfolgungsjagd. Oh, da muss sie jedes Mal wieder für den Rotz aussteigen, ne? Und ach nee, da drüben müssen wir ja hin. Ach komm, wir gehen zu Fuß. Nein, ich kratze nicht, ich streichel. Momentan habe ich die meisten Aufrufe bei YouTube beim Feuerwehrsimulator. Und Minecraft tatsächlich. Die letzten 2 Folgen. Nicht die letzten 2 Folgen. Auf jeden Fall sind 2 Folgen bei mit den meisten Aufrufen momentan. Nee, den gibt's nicht mehr, aber der ist ja trotzdem noch nicht komplett zu Ende gespielt. Auf YouTube. So, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La, 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 la. An alle Einheiten. Wer kann einen Verdächtigen verfolgen? Die Kaffee er ist deiner Kontrolle rein. Aufgefallen und nun auf der Flucht. Aber machen wir Wagen vielleicht Wagen 1 noch für Leitstelle. Wir irgendwann. Übernehmen das. Ich werde irgendwann nochmal von vorne anfangen, aber nur dann, wenn ich weiß, dass der Kleine nicht da ist. Weil dann können wir da auch ruhig mal 8 Stunden versuchen. Dass wir wieder auf den alten Stand zurückkommen, circa. Mal gucken. Aber nicht vor Sommer auf jeden Fall. Definitiv nicht vor Sommer. Das lade ich dann auch auf YouTube hoch, natürlich. Es gibt wenig, sehr wenig, was ich nicht auf YouTube hochgeladen habe.
So, jetzt können wir ja mal die Musik wieder anmachen, ruhig. Ein bisschen dezenter. Beim Kaffeesimulator bist du ständig eingeschlafen. Uiuiuiui. Die Mission bei Level 45, das war doch die Verfolgungsjagd. Die war ehrlich gesagt nicht so geil. Die war nicht so geil. Und einmal beim Bausim, da bist du auch eingepennt. Mann, Mann, Mann. Ist ja auch genauso langweilig wie Autobahnpolizeisimulator. Absolut richtig. Absolut richtig. Hab Werbung. Und dann lass mal schnell was sagen und schreiben. Der Schmusi hat gerade Werbung. Ich habe gesagt, genauso langweilig wie der Autobahnpolizeisimulator. Okay, Kleppen. Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei bitte. Ja, genau so machen wir das, meine Liebe. Und schon wieder eine Frau. Merkst du was? Merkst du was? Zack. Ich will jetzt ja nur spielen, was kacke ist, weil es ja lustig ist, Teil 2. Deswegen. Weil das ja so unfassbar verbuggt ist. Was ist mit ihrer Mütze los? Jawohl. Okay. Weg. Eine machen wir noch, die andere kaufen wir dann für 1000. Leuchtende Haare, ja. Ich hatte heute Donuts gegessen, tatsächlich. Ein. Und einen ekelhaften Mohnkuchen, der hat nicht so geil geschmeckt. Der war echt nicht so prickelnd. An alle Einheiten. Jemand muss den Wagen einholen und stoppen, der gerade die Kollegen abgehängt hat. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Das ist halt auch so das, was mich so aufregt. Ne? Es ist immer das Gleiche. Du machst Verfolgungsjagd 1, Stufe 1 und es ist immer genau die gleiche Stelle, wo du hinfahren musst. Das verstehe ich halt nicht, warum man da nicht verschiedene Stellen mal aussuchen konnte, die gleich weit entfernt sind und warum immer eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn. Ja, es ist der Autobahn-Polizeisimulator, aber es ist immer die gleiche Strecke. Da hätte man ruhig ein bisschen Abwechslung reinkriegen können. Gerade in Bezug darauf, dass man ja so eine Sachen voll machen muss. Ne? Man muss ja dieses Dings erfüllen, um halt höher zu kommen. Und dann ist ja klar, dass man das fährt. Da hast du kaum Abwechslung. Du hast so drei verschiedene Stellen immer. Das ist ein bisschen nervig. Und das ist immer bei den Überfällen gleichen Tankstellen sind. Also nicht immer von Schwierigkeit zu Schwierigkeit. Schwierigkeit 1 immer die gleiche, 2 die gleiche immer. Stehen immer die gleichen Autos da. Was ist Mondkuchen? Wieso machst du denn einen Mondkuchen? Ein Mohnkuchen. Halte das Fahrzeug über die Matrix an. Das hält doch eh nicht an. Warum erst diese Faxen? Ich nehme Sie wegen versuchter Flucht und Gefährdung anderer Sie haben mich bedrängt. Also ich liebe Mondkuchen. Mondkuchen ist einer mit meiner Lieblingsküchleins. Schon wieder eine Frau. Und ich mag auch gerne russischen Zupfkuchen. Aber der Mondkuchen heute war echt ekelhaft. Der hat geschmeckt, als wenn Alkohol drin wäre. Junge, hat urgebrannt auf der Zunge.
Ich war auch sehr verwirrt wegen dem Mund-Emoji, ja. Oh, Feuerwehr. So, zack, neuer Rang. Da ist eine Banane. Ist das eine Banane oder ein Mond? Das könnte auch eine Banane sein, ja. Für einen Mond ist er, glaube ich, zu gekippt, oder? Ich fahre nach Navi. Spiele zwei Verkehrskontrollen, egal in welcher Schicht. Die können wir machen. Zwei Straßen. Unfälle definitiv nein. Straßenblockaden können wir auch machen. Und zwei Verkehrskontrollen können wir auch machen. Oder jeweils eine. Und die andere kaufen wir uns. Verkehrskontrolle, egal in welcher Schicht. Ach so, Verkehrskontrolle. Hm, macht Sinn. Ah, warte, dann machen wir. Junge, du Affe, Alter, geh weg da. Machen wir. Ach so, kurz gucken nochmal. Russischer Zupfkuchen, saugut. Straßenblockade, egal in welcher Schicht, okay. Irgendwie mag der Schmusi gar nichts, was ich mag. Ne, ist mir mal aufgefallen. Schmusi mag gar nichts, was ich mag. Er hasst alles, was ich mag. Ich dachte eigentlich immer, die Vaineta ist diejenige, die alles hasst, was ich mag. Oh no! So. Und die Donuts, die ich heute hatte, die, oder ich hatte zwei gekauft, aber nur einen gegessen. Der andere hat mein Vater gegessen. Kann jemand spontan helfen, Auf- und Abfahrten zu sperren? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Das Auto ist kaputt. Oh no, leckst mir am Arsch, ey. Oh nee, jetzt kann ich nicht aussteigen. Das Auto fährt nicht mehr. Junge, das ist doch nicht mal richtig kaputt, das Auto. So ein Rotz. So ein Rotz. Ja, Streuselkuchen, Pudding-Streuselkuchen geht auch, ja. Die Streuselkuchen mag ich auch gerne. Aber wenn ich zum Beispiel Mondkuchen esse, dann darf der Mondkuchen definitiv nicht mit Pudding sein. Der darf nur mit Mond sein und oben ein bisschen Glasur. Nicht zu viel Schnickschnack. Sag mal, träumst du oder was? Nicht das Rotzauto, das ist das beste Auto überhaupt. Auch in Real Life. Junge. Siehst du, schon wieder. Ich liebe Busse und der Schmusi hasst Busse. So, und renn da eine Luke. Und wenn ich hier mit dem Dreirad fahre, Schmusi. Wenn ich hier mit dem Dreirad rumfahren soll. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. So. 2,6. Bitte nicht verfahren, Phantümchen. Naja, nicht kratzen. Mein Hobby? Ja, das hier eigentlich. Stream, das ist tatsächlich mein Hobby. Mod, erschieß mich bitte. Blockier die Straße. Oh, immer die gleiche Karriere, ey. Hmm.
Da saßen aber gerade keine Leute drin. So, den kaufen wir. Und dann haben wir noch eine Verkehrskontrolle, die machen wir und die andere kaufen wir. Einmal um das Feeling noch zu kriegen, dass wir eine Sirene haben, die wir nutzen können. Heftig, ganz heftig. Ganz, ganz heftig. Was wird hier geschossen? Waffen verboten im Chat. Du kannst auch nicht so schreiben. Kannst du auch bei Feuerwehrsimulator? Was kann ich da? Guten Tag. Tag auch. Habe ich etwas falsch gemacht? Das sehen wir gleich, meine Liebe. Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. So, ja, jetzt, okay, ja, okay. Ja, ja, jetzt, ja, manchmal. Bitte zeigen Sie. Aha. Die Namen in Ihren Dokumenten stimmen nicht überein. Ist man Mann, ja? Dass es ein Firmenfahrzeug ist. Wir müssen Ihre Daten abgleichen. Das wird einen kurzen Moment dauern. Bitte warten Sie so lange in Ihrem. Die Prüfung der Daten ergab keine Auffälligkeit. Wir sind hier fertig. Gut. Ich werde Ihr Fahrzeug. Lachst du mich an oder aus, Eggy? Ich glaube an. Sirene kann man auch beim Dings machen, das ist richtig, ja. Im Feuerwehrsimulator. Beides. Eggy macht beides, meinst du, Schmusi? Er lacht mich an und aus. Er wird irgendwas haben. Hier ist alles heile. Das geht nicht. Aha. 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 Eine Flasche Wein. Aha. Gerechtfertigt Alkoholtest. Badminton, okay. 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 Vielen Dank für Ihre Geduld. Er wird was haben, aber ich glaube nicht zu viel. Privatsache. Hier, Privatsache. Sind Sie mit einem Atemakt? Ich habe nichts gemacht. Wenn Sie Ärger vermeiden. Schon gut, schon. Huste, Junge. Ja, nicht kratzen, ich weiß. Mit okay. Diesem Wert kommen Sie knapp an einer Strafe. Hat er Glück gehabt. Wir sind fertig. Na gut. Alles richtig gemacht. So, was haben wir als nächstes? Benutze Autorität zweimal. Schmutz. Straßenreinigung. Ja, wir machen erstmal hier das mit dem Van noch. Mit dem Van. Warte, nochmal ganz kurz gucken, dass ich hier auch nichts. Beende 3 Fahrschulherausforderungen mit dem Van. Alles klar. Achso, erstmal einsteigen. Nee, geht das nicht bis 0,5, Eggy? War das 0,3? Oder 0,5? Hier war ja 0,44, ne? Den hätte er ja eigentlich, dann lügen die ja eigentlich hier. Mit Van, das kann was werden. Jetzt Fahrschul-Dings mit Van, Alter. Ich raste aus, Junge. Ich raste schon aus.
muss gar nichts. Muss gar nichts. Van. Oh nee, 51k. Muss ich jetzt auf jeden Fall mal langsam anfangen, nicht zu viel Geld denn auszugeben, dass ich denn genug, dass ich auf jeden Fall noch 60 Euro denn auf Tasche habe für die Spiele, die ihr denn einlösen werdet. Jetzt hat Eggy sogar extra für dich was ausgegeben, so um dich zu erschießen. Oh Mann! Warum 60 Euro? Naja, wenn Eggy einlöst, 30 Euro und wenn Vaneta einlöst, sind es auch nochmal 30 Euro. So, mehrere. Oh Mist, ich will noch nicht sterben! Okay. Kann man die eigentlich als Streamer auch zurücksetzen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht. Das wäre auch, selbst wenn es gehen würde, das wäre ja unfassbar frech, wäre das. Ganz kurz gucken hier. Ob der die andere auch gezählt hat. Ihr könntet theoretisch, genau, es würde auch gehen, wenn ihr das an einem Tag einlöst, könnt ihr auch sagen, okay, wir machen ein Spiel, was vielleicht dann 60 Euro kostet. Das würde auch möglich sein, ja. Okay, eine müssen wir noch. Ah, ich glaube, das geht nicht, dass man die löschen kann. Weiß ich jetzt nicht. Und selbst wenn, würde ich es natürlich nie machen. Das ist ja absolut frech, ist das. Nehmt euch erstmal einen Glückskeks. Ein Keks, ein Glückskeks. Welches Spiel kostet es außer FIFA? Schmusi. Hallo? Also da gibt es schon sehr viele Spiele, die so viel kosten und auch noch welche, die deutlich mehr kosten. Eigentlich, ja genau, alle normalen Spiele, vernünftigen Spiele, die keine Simulatoren sind, kosten alle um die 50 Euro, 50, 60 Euro. Wie er gesagt, ja. Ich habe ja gesagt, Schmusi, ihr sollt euch einen Keks nehmen und nicht, dass ich euch welche zuschicke. So.